In diesem Video geht es um das Cross-Site-Scripting, eine Angriffsmöglichkeit im Zusammenhang mit der Programmierung von Webseiten. Das Ziel des Cross-Site-Scripting ist es dabei, Chartcode bei den Aufrufern von Webseiten auszuführen. Typischerweise geht das Ganze mit JavaScript und ist bei, was ja fast bei allen Browsern von Nutzern aktiviert ist. Viele Seiten würden ohne JavaScript gar nicht funktionieren. Und die typischen oder die Beispiele, die ich in der Folge bringe, die sind auch dann auf der JavaScript-Basis. Wobei das Ganze aber auch mit anderen aktiven Inhalten funktionieren könnte, wie zum Beispiel mit Flash oder ActiveX. Übrigens bedeutet die Bezeichnung Cross-Site nicht, dass jetzt hier verschiedene Webseiten involviert sind, sondern das Ganze hat nur was mit einer einzigen Webseite jeweils zu tun. Cross-Site-Scripting ist auch nicht auf Webseiten beschränkt, sondern kam auch schon in anderen Fällen vor, wie zum Beispiel bei einem Eingabefeld in Skype. Beim Cross-Site-Scripting unterscheidet man drei Varianten, wobei sich die Persistent Attack auf die Serverseite bezieht. Die beiden anderen Varianten, Reflected Attack und DOM-Based Attack, beziehen sich dagegen auf die Client-Seite. Gucken wir zunächst mal diese Persistent Attack an. Also Persistent, das bedeutet dauerhaft. Das heißt, hier wird dauerhaft Chartcode auf der Serverseite gespeichert. Hier wäre jetzt ein Beispiel, dass eine Webseite ein Gästebuch hat und die Nutzer können hier Kommentare hinzufügen. Es könnte jetzt aber sein, dass dann ein Nutzer nicht wie erwartet hier Text einfügt, sondern JavaScript-Code eingibt. Also zum Beispiel, wie man das hier sieht, der Nutzer gibt erst an hier einen normalen Text. Danach beginnt hier jetzt aber der Tag, um mit so Skriptcode hier zu beginnen. Und in diesem Fall ist der Skriptcode relativ harmlos. Hier würde nur jetzt so ein Pop-up-Fenster erscheinen und diesen Text ausgeben. Aber hier wäre sonst auch ganz anderer JavaScript-Code denkbar, der zum Beispiel Cookies des Nutzers an den Angreifer schickt. Wenn das Ganze hier nicht erkannt wird, dass so eine Angabe hier vorgenommen wird, wird es auf der Serverseite in der Datenbank gespeichert und dann allen folgenden Nutzern, die sich auf dieser Webseite auch das Gästebuch ansehen wollen, ausgeliefert. Ich habe das jetzt hier noch einmal in einer Animation dargestellt. Auf der rechten Seite sehen wir hier den Server, der einen typischen Aufbau hat, wie man den heutzutage vorfindet, also eine Webanwendung, die eine Datenbank nutzt. Und auf der linken Seite der Nutzer. Die Webanwendung hat jetzt hier so eine Schwachstelle, die darin besteht, dass halt die Eingabe nicht überprüft wird, sodass das nicht auffällig ist, wenn da auch JavaScript-Code mit dabei ist. Es würde jetzt so ablaufen, dass jetzt hier ein Angreifer kommt und dann eine Eingabe bei dieser Webanwendung durchführt, inklusive des JavaScript-Codes. Der JavaScript-Code wird dann mit in die Datenbank gespeichert und wenn jetzt in der Folge ein Nutzer auch diese Webseite abfragt, dann wird ja die Webseite für den Nutzer dynamisch zusammengebaut. Es erfolgt eine Abfrage in der Datenbank. Dabei ist dann der Code des Angreifers mit dabei. Die Webseite wird zusammengebaut mit HTML, JavaScript-Code und alles wird ausgeliefert an den Nutzer hier, die Webseite und denn der mitgelieferte JavaScript-Code, also der Chartcode, wird dann auch beim Nutzer ausgeführt und führt die schädliche Wirkung durch. Das ist jetzt eine Variante. Bei der zweiten Variante, der Reflected Attack, ist jetzt hier auch eine Webseite involviert, aber auf dieser Webseite wird nie der Chartcode platziert, sondern das Ganze läuft über solche Eingabeparameter. Also hier wäre jetzt folgendes Beispiel. Hier hat man jetzt einen Nutzer und der Nutzer ist der Administrator einer Webseite oder auch insgesamt vielleicht eines Unternehmensnetzwerks und hat einige interessante Cookies in seinem Browser gespeichert, die insbesondere dann ihn legitimieren, dann gewisse Aktionen auf manchen Webseiten durchzuführen.
erhält nun eine E-Mail von einem Angreifer und in dieser E-Mail, da weist der Angreifer darauf hin, dass es hier angeblich irgendwelche Probleme gäbe mit der Webseite und der Administrator möge mal diese Webseite aufrufen und um es bequem für den Administrator zu machen, ist auch gleich ein Link dabei, der den einfachen Zugriff auf diese Probleme ermöglicht. Der Link sieht jetzt allerdings so aus, dass hier in der URL mit dabei ist solch ein Skriptcode dann. Ne? Also wieder vom Typ Text JavaScript und auch hier würde jetzt, hier wäre jetzt sogar nur ein einfacher Text, der das darstellen würde. Könnte auch so ein Alert hier sein oder irgendeine andere Funktion könnte damit aufgerufen werden. Und hier in diesem Szenario ist es dann besonders interessant, solche Session-Cookies vom Benutzer hier an den Angreifer die zu übertragen. Und das würde dem betroffenen Administrator hier auch eventuell gar nicht auffallen, wenn das geschickt gemacht wird. Also stellen sich hier ist jetzt noch ein Beispiel, ein bisschen modifizierter. Ne? Also wenn dem Nutzer sowas untergeschoben wird, wie zum Beispiel jetzt hier dieser Link auf eine Suchmaschine, die vielleicht von ihm verwaltet wird, dann wird entsprechend die Anfrage gestellt und von dem Webserver wird dieses entsprechend zurückgeschickt, wo auch der Suchbegriff, der ja dann diesen Skriptbefehl hier mit umfasste, wieder zurückgeliefert wird. Und wenn das wieder hier zurückkommt, dann wird dieser Code hier ausgeführt. Das heißt, dieser JavaScript-Code würde jetzt in dem Fall halt nur so ein Pop-up-Fenster hier anzeigen, aber könnte sonst auch erhebliche andere Wirkungen haben. Hier sieht man das Ganze jetzt nochmal in dem Ablaufdiagramm. Also hier ist der Angreifer, der schickt dem Nutzer irgendwie eine URL, auf der der Benutzer dann klickt. Und eigentlich ist ja schon in der Anfrage des Benutzers dann dieser JavaScript-Chartcode mit dabei. Wird die Datenbank angefragt, ist aber jetzt hier kein Problem eigentlich, weil in der Datenbank ist nichts Falsches. Der Angreifercode wird dann an der Stelle aber mit einbezogen von dem Input her, wird wiederum zurückgeschickt an den Nutzer. Ja, und hier bei der Nutzerwebseite entfaltet er dann seine Wirkung und führt eventuell dann halt dazu, dass eine Antwort an den Angreifer erfolgt, bei dem die Cookies hier übertragen werden. Eine dritte Variante gibt es hier noch, das DOM-Based Cross-Site Scripting. DOM bedeutet, ist das Document Object Model und das wird durchlaufen, wenn die Webseite auf der Client-Seite verarbeitet wird. Dieser Angriff ist jetzt nur ein lokaler Angriff, ohne irgendwie einen Webserver mit einzuschließen. Hier wird ein manipulierter Link zu einer Webseite ausgeführt und der Server lieferte dann zwar HTML und Anwendungscode mit so einer Schwachstelle aus, aber der ganze Ablauf ist nur auf der Seite des Nutzers. Hier wäre jetzt auch so ein Beispiel, das wäre jetzt hier so ein Eingabedokument, was es gäbe. Und da würde jetzt an gewisser Stelle hier so dann Teile von der Eingabe mit verwendet. Hier so alles Mögliche, was ab einer gewissen Stelle hier erfolgt. Und wenn dieser Username aber jetzt kein normaler Username ist, sondern wiederum JavaScript-Code, dann könnte halt durch diesen entsprechenden Aufruf dann beim Nutzer wiederum JavaScript mit solchen schädlichen Wirkungen ausgeführt werden. Was die Schutzmaßnahmen angeht, gibt es halt die Seite des Servers. Das heißt, wer so einen Server betreibt und da irgendwelche Webseiten drauf hat, dass man bei den Webseiten schaut, wenn der Nutzer die Möglichkeit hat, hier etwas einzugeben, dass dann diese Nutzereingaben genau kontrolliert werden. Man könnte jetzt erstmal versuchen, gewisse Dinge zu verbieten, aber es ist besser, exakt zu definieren, was hier erlaubt ist. Und beim Client kann man halt generell JavaScript deaktivieren. Dadurch würden allerdings viele Dinge nicht mehr funktionieren. Das ist also insofern kaum praktikabel. Aber man könnte Add-ons wie NoScript verwenden, um
ja, um Teile von, also um dann gewisse Quellen als vertrauenswürdig oder nicht vertrauenswürdig für JavaScript zu definieren.